Herzlich willkommen hier bei businessgadgets.net. Heute möchte ich euch eine Tasche für das iPhone 6s vorstellen. Diese stammt von Casual und trägt den Produktnamen FlexoSlim. Es handelt sich hierbei um eine dünne, flexible Kunststofftasche, die auch durchsichtig ist und das iPhone gut schützt, aber nicht zu dicht aufträgt. Die Tasche ist nur 0,7 mm dünn, sehr leicht, hergestellt aus umweltfreundlichem TPU. Flexibel, langlebig, passgenau und alle Anschlüsse bleiben funktionsfähig. Schauen wir uns die Tasche einmal gemeinsam näher an. Dazu nehme ich diese hier einmal aus der Verpackung. Die legen wir kurz an die Seite, nehmen das raus. Die ist auf den ersten Blick, muss ich sagen, dass die Tasche sehr fingerabdruckempfindlich ist. Das sieht man gleich besser, wenn ich hier mal mein iPhone reinlege. Seht ihr, die ist sehr fingerabdruckempfindlich. Wen das sehr stört, ja, der muss die Tasche entweder oft sauber machen oder sollte sich dann an dieser Stelle für ein anderes Modell entscheiden. Aber das ist jetzt, wie gesagt, nur mein erster Eindruck. Wir haben hier einen kleinen Ausschnitt für den Power-Button. Oben ist alles rundherum abgeschlossen. Hier den Ausschnitt für die Kamera. Einen kleinen Ausschnitt für den Silent-Button, laut, leiser. Und Ausschnitte für Kopfhörer, Lightning-Port und das ist das erste Mal, dass ich das sehe. Kein Ausschnitt in dem Sinne für den Lautsprecher, sondern einzelne Löcher, damit der Ton rauskommt. Aber wirklich sehr guter Schutz. Die Tasche schließt auch etwas höher ab, sodass, wenn man die so rum ablegt, das Display nicht verkratzt. Wenn man jetzt auch keine Displayfolie drauf hat. Ich habe jetzt hier eine, wirklich sehr gut, gefällt mir wirklich gut. Wie sich die Tasche schlägt, werde ich jetzt einmal ausprobieren, ob es etwas Negatives zur Qualität zu sagen gibt. Dazu werde ich dann später ein kurzes Update veröffentlichen und euch das wissen lassen. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Fragen unten in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video.